Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur vierten Vorlesung innerhalb der Ringvorlesung Gesetz und Gewalt im Kino, veranstaltet vom Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnung an der Goethe-Universität. Und wir danken wieder einmal für die Unterstützung durch das Kulturamt der Stadt Frankfurt und freuen uns, dass wir erneut im Museum für moderne Kunst hier zu Gast sein dürfen und danken auch Frau Hecker vom Museum für moderne Kunst für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Ich freue mich, Ihnen die Vortragende des heutigen Abends zu unserem Film vorstellen zu dürfen, Frau Angela Kepler. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim. Sie studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Ethnologie unter anderem an der Universität Konstanz, und zwar zu einer Zeit, als diese Universität, glaube ich, einer der interessantesten und aufregendsten Orte in den Geisteswissenschaften war. In der Philosophie, in der Literaturwissenschaft, Namen wie Robert Jaus, und aber auch vor allem in der Soziologie, also dem Fach, dem sie sich vorzugsweise gewidmet hat. Dort lehrte nämlich Thomas Luckmann, der viele Jahre zuvor mit Peter Berger den Klassiker Die soziale Konstruktion der Wissen, der Wirklichkeit veröffentlicht hatte und sich mit der Frage beschäftigt hat, wie aus sozialen Kommunikationen und Interaktionen Alltagswissen hervorgeht, mit dem wir uns in unserer Alltagswelt orientieren und zurechtfinden. Nach ihrem Studium hat sie 6 Jahre lang als freie Mitarbeiterin bei verschiedenen Radio- und Fernsehanstalten gearbeitet. Und ich glaube, dass das dann die Erfahrung war, die sie dann wissenschaftlich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit verwertet, ausgearbeitet hat. Das Interesse an Medien und vor allen Dingen am Fernsehen ist seitdem eines der Schwerpunktthemen ihrer wissenschaftlichen Forschung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist an ihrer Erweiterung dieser wissenssoziologischen Theorie der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit, dass das Medium Fernsehen oder gefragt wird, welche Rolle das Medium, moderne Medien überhaupt, aber insbesondere das Medium Fernsehen, in dieser Alltagserfahrung spielen. Das zeigt sich dann an ihrer Dissertation 1984 bei Thomas Luckmann, die den Titel hat Präsentation und Information zur politischen Berichterstattung im Fernsehen. Der andere Schwerpunkt ist die Kommunikationssoziologie, also vor allen Dingen Soziologie der Alltagskommunikation, erkennbar dann an dem Titel der Habilitationsschrift 1993 Tischgespräche über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung am Beispiel der Konversation in Familien, 1993 bei Suhrkamp erschienen. Nach verschiedenen Stationen in Hamburg und Dresden lehrt sie seit 2001 in Mannheim. Und wie ich gesehen habe, unter anderem hat sie dort ein Forschungsprojekt über mediatisierte Gespräche, also moderne Formen sozusagen der Alltagskommunikation unter Einbeziehung moderner Medien, wie zum Beispiel den Handys, welche Rolle Handys in der Alltagskommunikation spielen, also nicht nur als Kommunikationsmedium, sondern auch etwas, was man in die Kommunikation unter Anwesenden mit einbezieht. Und seit 2011 schätzen wir uns glücklich, Sie als assoziiertes Mitglied in unserem Cluster zu haben. Zu den Veröffentlichungen, die zahlreich sind und über die bereits erwähnte Dissertation und Habilitation hinaus, vielleicht noch kurz das Buch Wirklicher als die Wirklichkeit, das neue Realitätsprinzip der Fernsehunterhaltung und dann für den heutigen Abend, denke ich, absolut einschlägig, wiederum bei Suhrkamp 2006 erschienenes Buch Mediale Gegenwart, eine Theorie des Fernsehens am Beispiel der Darstellung von Gewalt. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Abends, eine Travestie der Gewaltverhältnisse innerhalb und außerhalb des Kinos zu dem Film Viva Maria von Louis Malle. Liebe Angela, ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, lieber Klaus, für die einführenden Worte. Vielen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind an diesem lauen Sommerabend, aber er ist ja so verregnet, also wo kann man besser hingehen als ins Kino? Stichwort Gewalt fiel gerade bei der Einführung schon gleich bei Klaus Günther natürlich. Was Gesetz und Gewalt betrifft, also unser generelles Thema, da verhält es sich bei dem Film, den Sie gleich oder den wir gleich gemeinsam schauen werden, ja wieder einmal ganz anders, als wir das in den bisherigen Filmen in dieser Reihe gesehen haben. In Viva Maria nämlich wird Gewalt dadurch ernst genommen, dass sie nicht ernst genommen wird. Und zwar weder die Gewalt, die in Kinofilmen, ja, wie wir alle wissen, so häufig dargestellt wird, noch die Art, in der das meistens geschieht im Kino. Daher meine Empfehlung, die sich ja im Titel für die einleitenden Worte ausdrückt, nämlich den Film, diesen Film, als eine Travestie der Gewaltverhältnisse innerhalb und außerhalb des Kinos zu verstehen. Der Film, den wir gleich sehen werden, spielt, nur ein paar kurze Worte, der Film spielt nach einem längeren Vorspann, dessen allgemeine Funktion, also die Funktion eines Vorspanns, Vinzenz Hetiger einmal treffend als die eines vorauseilenden Gedächtnisses des Films charakterisiert hat. Und wenn Sie nachher den Film zu Ende gesehen haben werden, glaube ich, wird auch diese Sentenz von Vinzenz Hetiger vielleicht auch noch mal deutlicher, was er damit meint. Also dieser Film spielt nach diesem Vorspann eben hauptsächlich und vor allem in den politischen Wirren eines fiktiven lateinamerikanischen oder mittelamerikanischen Staats. Maria I, in diesem Fall gespielt von Jeanne Moreau, und Maria II von Brigitte Bardot, die Hauptprotagonistinnen des Films, bringen in seinem Verlauf allerdings nicht Chaos in die Ordnung, wie Karl Kraus oder auch Adorno etwa die Rolle der Kunst bestimmt haben, sondern sie bringen vielmehr, und das auf ihre sehr spezielle Art und Weise, Chaos ins Chaos. Das heißt, das erste Gesetz, sozusagen, dem dabei Gewalt angetan wird, ist das der damals wie heute vorherrschenden filmischen Gewalterzählung selbst. In seiner gesamten Inszenierung folgt Viva Maria einem ästhetischen Prinzip der Karnevalisierung, das der russische Kunsttheoretiker Michail Bachtin, in dem Fall bezogen auf die Literatur, ihn, wie ich finde, bis heute überzeugenderweise als einen Mechanismus beschreibt, der ein Lachen hervorlockt, das alles einschließlich unserer eigenen Rolle als Zuschauer in Frage stellt. Denn dieses Lachen erfolgt in einem Bewusstsein nicht nur der Relativität kultureller Ordnungen, in die wir alle als Zuschauerinnen eingebunden sind, sondern vor allem ist es ein Lachen der humoristischen Überschreitung und Verlachung dieser Ordnungen. Das heißt, nahezu alle gewohnten Verhältnisse, sowohl der normativen Ordnung der sozialen und politischen Welt als ihrer gängigen Darstellung, werden in Viva Maria in komischer Verkehrung auf den Kopf gestellt. Und auf diese Art und Weise ergibt sich eine Art surrealistisches Spektakel, das mit den Waffen der Komik die versteinerten Verhältnisse der Kunstwelt wie der realen Welt in dem Fall zum Tanzen bringt. Komisch ist und zum Lachen bringt hat, wie viele von Ihnen sich vermutlich erinnern, komisch ist und zum Lachen bringt, hat Odo Marquardt einmal gesagt, was im offiziell Geltenden das Nichtige und im offiziell Nichtigen das Geltende sichtbar werden lässt. Und eigentlich steckt in dieser Sentenz genau das Verfahren dieses Films. Übel mitgespielt wird im Film allen politischen und militärischen Parteien und Akteuren, ob sie nun auf Seiten der Revolution oder der Konterrevolution stehen, dem Klerus, der mit ihnen im Bunde ist, aber auch den guten Sitten und auch den verschiedenen erotischen oder sexuellen Bindungen. Vor allem aber wird übel mitgespielt in diesem Film dem Machismo, und zwar demjenigen des herrschenden Kinos und seiner üblicherweise männlichen Heldenfiguren, nicht weniger als demjenigen der herrschenden Lebensverhältnisse, wie sie sich in vielen Konventionen des Kinos spiegeln. Vor allem dieser Aspekt
ist der Grund, warum ich ursprünglich auf diesen Film kam. Als wir über eine Fortsetzung der Filmreihe aus dem letzten Semester nachgedacht haben. Als wir nämlich die Vorlesungsreihe im vergangenen Semester an der Uni veranstaltet haben, zum selben Thema, hatten wir Kolleginnen dazu eingeladen und ihnen jeweils freigestellt, einen Film auszuwählen, an dessen Hand sie ihre Überlegungen zum Thema Gesetz und Gewalt im Film vortragen wollen. Einige von ihnen waren, glaube ich, dabei. In dieser Reihe fiel mir damals auf, vor allem, dass A, der Western überproportional repräsentiert war als Genre, und zum Zweiten, oder B, fiel mir auf, was natürlich keine neue Erkenntnis war, aber wie ich fand, mir sehr eindrücklich in Erinnerung gerufen wurde, dass Frauen in all diesen Filmen in der Regel so gut wie keine, beziehungsweise wenn dann, nur eine marginale Rolle spielten. Und dies natürlich nicht zuletzt im Genre des Westerns, der in dieser kollegial gesteuerten Zufallsauswahl durchaus überrepräsentiert war. Also wahrscheinlich unnötig zu sagen, dass es in der Regel die Männer in dieser Reihe waren, die am Beispiel des Westerns ihre Überlegungen skizziert haben. In diesen nun, in dem sie von Stagecoach bis zu The Wild Bunch, um zwei dieser Filme zu nennen, stets lediglich, also Frauen sozusagen in diesem Kontext sind präsent, immer, wenn überhaupt, dann als in der Regel Hure oder Geliebte oder allenfalls noch als patente Lehrerin. Oder aber eben auch gibt es natürlich, wie wir alle wissen, die zu Hause tapfer auf den Helden wartenden liebende Gattin. Also nicht zuletzt in Stagecoach oder The Searchers oder wo auch immer. Das heißt, mit wenigen Ausnahmen sind Frauen in fast allen klassischen Kinogenres generell auf das Rollenklischee der geliebten Gattin oder Hure festgelegt. Sie sind als Opfer oder scheinen als Opfer von Unterdrückung und Gewalt prädestiniert. Eine aktivere Rolle kommt ihnen allenfalls als, in aller Regel aber dennoch des männlichen Schutzes bedürftiger Kumpel oder eben als die schon genannte sozial engagierte Lehrerin zu. Oder aber, um noch ein drittes Beispiel zu nennen, das Sie vielleicht kennen, wie in Drew Grit, vielleicht als eine von Rache beseelte, oder hier ist es eine von Rache beseelte Heranwachsende, die aber dennoch auch hier sozusagen ist ja eigentlich das Hauptmotiv, dass sie nochmal das Feuer des Edelmuts im von John Wayne verkörperten alten Sheriff zu entfachen vermag. Dies nur sozusagen ganz kurz, um Ihnen ein paar Bilder in Erinnerung zu rufen. Nichts von all dem, was ich jetzt beschrieben habe, trifft auf die beiden Hauptfiguren in Viva Maria zu. Und sozusagen deswegen kam mir dieser Film damals in den Sinn. Sie stehen und handeln für sich selbst. Sie folgen allein ihrer eigenen Agenda und das nicht aus Not oder Verzweiflung, sondern nach Lust und Laune. Egal, wie groß die Gefahren auch sein mögen, in die sie sich ihren Leidenschaften zuliebe begeben. Natürlich haben diese auf eigenen Füßen stehenden Frauen, die sich nicht allein notfalls, sondern aus freien Stücken mit Gewalt zu helfen wissen, im Kino die eine oder andere Vorläuferin. Aber selbst die wenigen Frauen, die zum Beispiel im wilden Westen des Kinos ihren Mann stehen oder beinahe wie Männer agieren, haben, diese Formulierungen sagen es ja schon, ihren Mann stehen, das traditionelle Rollenmuster im Zweifelsfall noch nicht verlassen. Erst der Film Noir, über den wir ja auch schon gesprochen haben, beim ersten Film Cage, erst der Film Noir hat mit der Femme Fatale und ihrer nicht selten kriminellen Energie in diesem Spektrum einen neuen Typus hervorgebracht. Auch diese Frauenfiguren aber sind meist darauf fixiert, sozusagen Männer von sich abhängig zu machen, um dann ihre teuflischen oder dubiosen Pläne zu realisieren. Wohingegen Frauen oder starke Frauen in diesen Filmen dieser Periode, also des Film war, wo sie aber auf der Seite des Guten agieren, also auch diese Frauen gibt es ja im Film Noir, wenn sie etwa zum Beispiel an die von Lauren Bacall an der Seite von Humphrey Bogart verkörperten Frauenrollen in To Have and Have Not oder auch in Key Largo denken. Also Frauen, die sich sozusagen furchtlos im einen Fall gegen Nazi-Kollaborateure oder auch die Mafia stellen. Auch diese Femme Fatales agieren aber doch in aller Regel immer noch
auch unter der Obhut des Mannes oder in dem Fall jetzt von Lauren Bacall, des Mannes, der Ihnen am Herzen liegt. Wir haben sozusagen die nächste Epoche, und mal ganz kurz, eine Veränderung in diesen Genres eigentlich erst seit den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, nimmt so langsam die Zahl gewaltbereiter Frauen langsam aber sicher zu, auch wenn dies nach wie vor, und zwar bis heute, wenn das Ausnahmefiguren geblieben sind und eben wie gesagt bleiben. Also hier auch nur noch ein Stichwort, zum Beispiel in den sogenannten Blaxploitation-Filmen mit Pam Grier in der Hauptrolle, also etwa Foxy Brown, falls es jemand kennt. Blaxploitation ist wahrscheinlich nicht so das verbreiteste Genre. Aber den nächsten kennen Sie wahrscheinlich schon eher, also in den Filmen, also eben diesen Foxy Brown von Jack Hill, dem hat ja Quentin Tarantino in seinem Film Jackie Brown, den kennen dann wahrscheinlich ein paar wieder eher, relativ hintersinnig Referenz erwiesen. Also hier haben wir sozusagen zum ersten Mal, in dem Fall starke schwarze Frauen, die Gewalt ausüben oder dann auch Filme wie Fatal Attraction oder natürlich der in diesem Kontext dann immer wieder zu nennende Film Thelma und Louise von Ridley Scott oder dann eben in etwas jüngerer Zeit die Filme an die drei Kill Bill-Filme mit einer ja extrem rachedurstigen und rachelustigen Uma Thurman in der Hauptrolle. So wenig zur Filmhistorie. Kommen wir zu unserem Film. Mit Viva Maria befinden wir uns filmhistorisch erst im Jahre 1965, also lange vor dieser Zeit. Es ist die Zeit der Nouvelle Vague, die zur ästhetischen Vorgeschichte der Ereignisse um 1968 gehört. Es ist eine Zeit, die in hohem Maße für eine Umwälzung sozialer, politischer und sexueller Verhaltensmuster und, wenn auch mit einiger Verzögerung, der Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen steht. Viva Maria nutzt viele Klischees des Kinos seiner Zeit, um sie, so könnte man sagen, mit einem ästhetischen Feminismus avant la lettre zu infizieren. Die ganze Zeit über weiß man gar nicht, in was für einem Film man sich eigentlich befindet. Also, wir können ja nachher darüber diskutieren, ob es Ihnen so geht. Mir ging es so. Denn wir haben es bei diesem Film mit einer extremen Verquickung heterogener Genres zu tun. Motive und Konventionen des Musicals, des Westerns, des Abenteuer- und Kolonialfilms, des Revolutions- oder Liebesdramas, selbst der Dschungel- und der Zombie-Film werden teils ineinander überblendet, teils sozusagen wie in einem Reigen voneinander abgelöst. Immer aber grundiert von dem Topos der verkehrten Welt des Theaters bzw. des Varietés. So willkürlich und absurd das alles auch erscheint, dieses ästhetische Tohuwabohu ist nach einem strengen Prinzip organisiert. Die beiden weiblichen Heldinnen benehmen sich durchweg anders, als es in allen diesen Gattungen vorgesehen ist. Sie handeln auch da gegen den Strich ihres Rollenfachs, wo sie ihm zu entsprechen scheinen. Und in dieser Komposition, das ist eigentlich so mein zentraler Punkt, in dieser Komposition liegt die formale Tücke von Viva Maria. Der Film kommt überhaupt nicht wie ein Autorenfilm daher, sondern hält sich in seiner klangbildlichen Inszenierung weitgehend an die beständig zitierten Formate. Aber er zitiert sie vor allem auf der Handlungsebene und auch durch den Einsatz der Musik. Er zitiert sie alle so falsch und so verkehrt, dass ihre ästhetische Ideologie eins ums andere Mal umgedreht oder umgestülpt wird. Auf diese Weise verhält sich der Film blasphemisch zur Tradition seines Mediums. Er entwendet den verwendeten Formen die Botschaft der von Ohnmacht der Frauen, die sie normalerweise verkünden. Und genau dies, und deshalb der Titel, genau dies macht ihn zu einer Travestie der in ihm vorgeführten Gewaltverhältnisse. Diese kommen eben in einem ganz anderen Gewand und in einer ganz anderen Rahmung daher, als das im Kino sonst der Fall ist. Ich will Sie nur auf zwei
ganz kleine Szenen ihre Aufmerksamkeit sozusagen schon mal vorausschauend, vorauseilend lenken. In der wohl berühmtesten Szene dieses Films, die, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere Ihnen das auch bei der, nicht nur Wikipedia nachgeguckt, sondern auch mal auf YouTube geguckt, was man zu Viva Maria findet. Und da findet man nämlich genau diese Sequenz. In dieser Szene, in dieser Sequenz erfinden die beiden Marias den Striptease. Das ist ungefähr so, beginnt nach 22 Minuten und dann wird nochmal aufgenommen, so knapp bei Minute 40. Ein Kleid zerreißt und dadurch nehmen dann die Dinge ihren Lauf. Aber wie es für diesen Film typisch ist, nehmen sie eben einen anderen als den vorhersehbaren Lauf. Denn die beiden Frauen tun das, was sie auf der Bühne da tun, vor allem für sich. Sie machen sich gegenseitig an. Sie zeigen sich einander und haben Vergnügen an oder miteinander, während ihre Darbietung, also dieses Striptease, ihm zunehmend aus den vorgesehenen Fugen gerät. Sie bestimmen ihre Performance selbst. Sie beweisen Improvisations- und Handlungsfähigkeit, ohne sich von den sie angaffenden Männern beeindrucken zu lassen. Das ist die eine Szene. Die zweite Szene, auf die ich Sie hinweisen möchte, ist eigentlich die erste sozusagen massive Kampfhandlung des Filmes selbst. Die kommt erst nach einer Stunde und einer Minute. Nachdem hier die beiden Frauen, die beiden Marias, den selbstverliebten Diktator mit den weiblichen Waffen der Verführung und Verstellung in einen ja mehr oder weniger lustvoll verstörten Professor Unrat verwandelt haben, greift Maria II, also Brigitte Bardot, ohne Zögern zu einer echten Waffe. Die Sequenz beginnt mit einer lustvollen Gewalt gegen Sachen und endet mit manifester physischer Gewalt. Maria II mäht nämlich hier eine Phalanx von Konterrevolutionären bedenkenlos mit einem Maschinengewehr nieder, gerade so wie männliche Vertreter der filmischen Zunft in einschlägigen Filmen es ja ständig tun. Aber sie macht das alles sozusagen ohne das Potenzgehabe, mit dem die Herren der Schöpfung üblicherweise ihr Handwerk verrichten. So wie Maria I, Maria II die Freuden sexueller Betätigung schmackhaft gemacht hat, das passiert im Film vorher, so führt hier Maria II, Maria I nun, wenn auch, wie Sie sehen werden, nicht ganz so erfolgreich, in das Waffenhandwerk ein. So, damit komme ich auch schon fast ganz zum Ende. Ich will nur sozusagen noch eine Warnung nachtragen oder vorausschicken. Bis es in Viva Maria nach dem bereits erwähnten explosiven Vorspann tatsächlich zu Gewaltaktionen kommt, vergeht fast eine Dreiviertelstunde. Die metaphorische Gewalt gegenüber den Gesetzen des Kinos allerdings ist von der ersten Minute an in Kraft. Der Film scheint erst einmal überhaupt nicht von Gewalt zu handeln. Aber also er legt dann nach dieser ersten Dreiviertelstunde ganz ordentlich zu, insofern kann ich Sie da durchaus beruhigen. Er zeigt diese, ja, also beruhigen im Sinne von, dass es schon um das Thema Gesetz und Gewalt geht und nicht etwa nur um die Verkehrung der Ordnungen und des Gesetzes. Natürlich nicht in der Annahme, dass sie alle nur auf die Gewalt warten. Dieser Film zeigt aber, und das ist sozusagen mein Punkt, diese Gewalt vorwiegend als Zeichen der Handlungsmacht der weiblichen Protagonistin, die bei Maria I nicht aus politischen Motiven, sondern aus solchen der erotischen Leidenschaft entspringen und bei Maria II aber einer durchaus libidinösen Beziehung zu Waffen, in der sie ihrem männlichen Kombattanten nicht nur nicht nachsteht, sondern bei Weitem übertrifft. Dabei bleibt aber diese Art der Gewaltdarstellung fast völlig unblutig und auch in dieser Hinsicht eben karnevalesk. Es geht in dem Film nicht darum, Gewalt als Gewalt, also etwa in ihrer Grausamkeit zu zeigen, wie später dann in Wild Bunch zum Beispiel und ähnlichen Filmen, sondern es geht darum, die Frage nach dem Subjekt der Gewalt und mit ihr von gesellschaftlicher Aktionsmacht zu stellen. Es geht darum, Frauen als Subjekte dieser Gewalt vorstellbar zu machen und dies weniger, sozusagen, um sie buchstäblich als, weiß ich nicht, waffentauglich zu habilitieren, weil militaristisch ist der Film überhaupt nicht, sondern wiederum, es geht darum,
ihnen metaphorisch die Fähigkeit zur selbstbestimmten Durchsetzung ihrer Interessen zuzuschreiben. Der Sinn der, wie Sie sehen werden, alles andere als realistisch inszenierten Gewaltereignisse in diesem Film liegt darin, eine Fantasie an die Macht zu bringen, und zwar die Fantasie von Frauen, die sich in ihrer Gewalt haben. Zugleich aber strahlt der Film durchaus eine frivole Revolutionsromantik aus, was, so vermute ich, der Grund dafür war, dass Viva Maria, wie Klaus Günther mir erzählt hat, als ich ihm erzählte, dass ich überlege, diesen Film irgendwann mal in diese Reihe aufzunehmen. Also Klaus Günther hat mir nämlich erzählt, dass Viva Maria seinerzeit vermutlich der Lieblingsfilm von Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit gewesen sei. Ich muss zugeben, es hat mich dann kurzzeitig irritiert und ich habe überlegt, dass ich den Film dann vielleicht doch nicht auswählen sollte. Aber wie Sie sehen, habe ich mich dann auch wiederum dagegen entschieden. Aber also diese von mir sogenannte Revolutionsromantik, auch dieses Motiv aber, und das zeigt eben sozusagen auch hier wieder den Grundmechanismus des ganzen Films, auch dieses Motiv bleibt eindeutig ironisch gebrochen, insbesondere dann, wie wir sehen werden, in der Schlusssequenz. Denn hier wird dann auch die zuvor gefeierte revolutionäre Erhebung eben als ein komödiantisches Bühnenspektakel reinszeniert und somit auch selbst wieder als Illusionstheater entlarvt. Ich vermute mal, dass das den beiden jungen wilden 68ern vielleicht noch nicht so aufgefallen ist, aber who knows. Nun aber sozusagen genug der Vorreden, der Einstimmung. Ich bin gespannt, ob Sie meine Einschätzung der Selbstbestimmtheit, Umkehrung, Travestie des Karnevalesken teilen werden. Insofern schauen Sie selbst. Schauen und urteilen Sie selbst und hinterher diskutieren wir dann. Vielen Dank.